dieses Material hier ist irgendwie ziemlich seltsam. Auf der einen Seite irgendwie flüssig, aber wenn man draufhaut, dann wird es plötzlich steinhart. Ein super Material, das angeblich sogar Leben retten kann. Das mussten wir natürlich überprüfen und haben weder Kosten noch Mühen gescheut, dieses Zeug so richtig an seine Grenzen zu bringen. Ein Anzug, der stärkste Schläge aushält. Ein Schaumstoff, der Stöße einfach schluckt. Alles dank dieses merkwürdigen Schleims. Der Ort für unsere Experimente? Eine alte Fabrik, wo wir nichts mehr kaputt machen können. Der Experimentator? Reporter Matthias Fiedler. Außerdem jede Menge Licht, Kameratechnik, Requisiten und dieses merkwürdige orangene Zeug. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Spielzeugschleim, den es für Kinder früher mal gab. Fast, Matthias. Nur mit einer ziemlich abgefahrenen Eigenschaft, die dein Kinderschleim ganz bestimmt nicht hatte. Einerseits zerfließt das Ganze regelrecht. Andererseits... Upsala. Wenn man abrupt reißt, dann lässt es sich relativ leicht trennen. Und wenn man das ganz langsam macht, dann zieht es sich in die Länge, wie Kaugummi. Der Grund? Das Orange Goo ist eine nicht-newtonsche Flüssigkeit. Eine nicht-newtonsche Flüssigkeit? Normalerweise sind Flüssigkeiten immer gleichflüssig. Wasser zum Beispiel. Egal, ob man es schüttelt oder drauf schlägt. Eine nicht-newtonsche Flüssigkeit wie das orangene Wunderzeug kann mal flüssig, mal fest sein. Je nachdem, ob Druck darauf wirkt oder nicht. Wenn man die Masse also ganz langsam mit dem Finger eindrückt, lässt sich eine solche Kugel problemlos zerquetschen. Würde sich das Orange Goo normal verhalten, könnte man es mit einem Hammer also erst recht zu Matsch hauen. Stattdessen passiert fast nichts. Upsala. Krass. Mit dem Finger kann ich ein Loch in den Stoff drücken. Wenn ich mit dem Hammer draufschlage, dann ist das so, als ob der sich anspannt. Verformt sich fast gar nicht, also sieht aus wie vorher. Bisschen dreckig vielleicht. Wieso der Stoff sich so verhält, zeigen wir mit einer anderen nicht-newtonschen Flüssigkeit. Sie besteht aus Wasser und Speisestärke. Solange Matthias auf der Stelle tritt, steht die nicht-newtonsche Flüssigkeit unter Druck und wird fest. Das geht. Geil. Ich laufe über Wasser. Bin ich schon da? Aber sobald er stehen bleibt, wird das Ganze wieder flüssig. Das ist so geil. Der Moment, wo man dann so einsinkt, das fühlt sich super an. Oh, ich komme gar nicht mehr raus. Oh. Oh. Um zu verstehen, warum sich eine nicht-newtonsche Flüssigkeit so verhält, wie sie sich verhält, schauen wir uns die Pumpe mal genauer an. Die Stärketeilchen sind vom Wasser wie ein Schmierfilm umgeben. Auf dem Wasserkissen können sich die Stärketeilchen wie eine Flüssigkeit bewegen. Das ändert sich, wenn plötzlich Kraft auf die Stärke-Wassermischung wirkt. Das Wasser wird verdrängt, die Stärketeilchen verhaken sich ineinander und bilden für einen kurzen Moment eine feste Masse. Das Orange Goo besteht natürlich nicht aus Stärke und Wasser. Es ist ein Kunststoff. Genaue Zusammensetzung? Geheim. Aber es hat die gleichen nicht-newtonschen Eigenschaften und schützt dadurch perfekt vor Schlägen und Stößen. Das ist krass. Das Zeug absorbiert oder schluckt die Schläge. Ich spüre zwar, dass der Hammer auf meine Hand trifft, aber ich glaube, ohne den Schutz hätte ich mir jetzt gerade mal schön die Knöchel gebrochen. Zur Erinnerung, was hier wie eine feste Masse wirkt, ist gleichzeitig so flüssig, dass es innerhalb kürzester Zeit einfach zerfließt. In dieser Form, als Schleim, wird das Wundermaterial allerdings nicht verkauft, sondern zu verschiedenen Produkten verarbeitet. Einem Schaumstoff zum Beispiel. Der hat die gleichen Eigenschaften wie der Schleim. Mal schauen, was der drauf hat. Das passiert, wenn eine Fliese Bekanntschaft mit einer Bowlingkugel macht. Hoppala. So, der Fairness halber kriegt die Fliese jetzt ein wenig Schutz. Und zwar erstmal von einer ganz normalen, handelsüblichen Schaumstoffscheibe. Und in der nächsten Runde dann von unserem Wundermaterial. Gleiche Dicke, gleiche Größe. Mal gucken, was besser schützt. Machen wir es kurz und schmerzlos.
Den normalen Schaumstoff macht die Kugel platt. Genauso wie die Fliese darunter. Aber was, wenn wir stattdessen den Schaumstoff aus dem nicht-newtonschen orangenen Supermaterial benutzen? Wow, geil. Die Platte hat den Aufschlag der Bowlingkugel völlig absorbiert. Die Fliese kann jetzt an die Küchenwand. Der orangene Schaumstoff versteift sich beim Aufprall. Dadurch kann er die Energie der fallenden Bowlingkugel viel besser aufnehmen und ableiten als andere Standardschaumstoffe. So bekommt die Fliese weniger ab und bleibt ganz. Im Alltag kommt das Ganze, verarbeitet zu Protektoren, überall da zum Einsatz, wo es gefährlich wird. Die schützen effektiv, sind aber gleichzeitig flexibler und weicher als klassische Schutzausrüstung. In der Praxis stecken die Protektoren dann zum Beispiel in einem solchen Anzug. Hier ist Protecto-Man. Was ist das jetzt? Jetzt kann ich was gewinnen, oder was? Ein Glücksrad. Okay, wir haben hier einmal Faust, klar. Das ist eine Kochmütze, keine Ahnung, ein Koch oder was. Und ist das hier eine Flasche oder was? Oder ein Baseballschläger? Gewinnen kannst du, lieber Matthias, heute höchstens eins auf die Nase. Jetzt, glaube ich, habe ich kapiert, worum es hier geht, wo ich die drei Gestalten da hinten sehe. Die werden jetzt versuchen, mich zu vermöbeln. Ich sehe schon die Bratpfanne. Dann schauen wir mal, wer zuerst ran darf. So, direkt mal auf die 12, ne? Beliebt ist der Anzug bei Profi-Stuntmen. Die Protektoren aus dem orangenen Material schützen, sind aber super dünn. Dadurch lässt sich der Anzug ganz leicht unter normalen Klamotten tragen. Eine andere Zielgruppe für einen solchen Anzug sind Extremsportler, die auch ab und zu mal einen abbekommen. Und Matthias, noch alles dran? Also eins weiß ich, man sollte sich nicht mit einem Koch, einem Boxer und einem Baseballspieler gleichzeitig anlegen. Da gibt es nämlich ordentlich auf die Nase. Das Ding hat einiges weggefedert, aber wenn man einen Schlag daneben ging, da spürt man, wie das wehtut. Ne? Also die Polster nehmen schon den Schlägen die Wirkung. Eins hast du aber noch vergessen. Und was bedeutet jetzt das Fragezeichen? Kommt jetzt ein Bär oder was?